So, da sind wir wieder. Jetzt hier gerade im Gehege. Das stimmt, Wolle hatte ich als letztes geholt. So, wollen wir hier gleich mal weitermachen. Und zwar dürften wir jetzt demnächst nämlich fertig sein mit dem Weg nach unten. Ich habe mal geguckt, es dürfte eigentlich nicht mehr weit sein. Beziehungsweise, das werden wir jetzt einfach gleich nochmal austesten. Vorher muss ich mir aber noch. Ja, erstmal mache ich mein Inventar wieder leer. Möchte ja nicht zu viel Unordnung da drin haben. So, Schwarzpulverkannen, Faden, Ei. Stöcke brauchen wir noch. Eisenerz haben wir da. Gut, das hauen wir mal gleich in den Ofen rein. Hat der noch Kohle? Genau. Gut so. Oh, Wolle hätte ich noch oben reinpacken können. Naja, müssen wir halt mehrmals laufen. Das macht jetzt auch keinen großen Unterschied, die 2, 3 Meter. So, komm runter. Geht doch. So, jetzt erstmal hier abladen. Pflasterstein können wir einiges da lassen. Kies, 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 Kies. Wollen wir Kies? Okay. Packe ich jetzt einfach da rein. Kohle können wir auch wieder reinpacken. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Erde brauchen wir. Doch, Erde lasse ich mal drin, sicherheitshalber. So, jetzt brauchen wir ein paar mehr Stöcke. Eichenholz. Eichenholz, Eichenholz. Tropenholzstufe, Tropenholzstufe. Okay, gut, müssen wir. Obwohl, da haben wir noch. Jetzt die Eichenholzbretter. So, dann machen wir uns jetzt hier erstmal wieder ein paar Stöckchen. Und jetzt wieder ein paar Spitzhacken. Ja, ich mache die jetzt nur aus Stein, aber hey, die reichen. Zumindest ja doch in meinen Augen reichen die eigentlich ziemlich gut sogar. So, das brauchen wir noch. So, dann auf nach unten wieder. Ich hoffe, dass das hier dann bald ein Ende hat. So, mal gucken. Auf welcher Höhe sind wir? Okay, es ist nicht mehr allzu weit. Oh. Okay, da fängt schon die Musik an. Na, ein Croissant daran zu packen, das funktioniert jetzt nicht unbedingt. Genau da ist nämlich die Höhle schon. Ah, was hau ich denn jetzt hier? Oh, Menno. So, ich höre die Zombies schon. Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? So, mal gucken. Okay. Gut, Hauptsache, hier sind jetzt keine Creeper irgendwie unterwegs. Das wäre nämlich ziemlich scheiße. So, mal gucken. Okay, so ab jetzt wird es vielleicht ungemütlich. Ah, da unten steht einer. Da ist ein Creeper. Juhu. Gut, der sieht uns, kriegt uns nicht. So, da hätten wir jetzt zumindest schon mal den. Haha. So, da ist er gerade reingesprungen. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? So, erstmal hier schön alles abernten. Mal gucken. Komm ich da ran? Nee. Natürlich nicht. Aber wir können uns ja hier durcharbeiten. Gucken. Übrigens, genau an der Stelle sind wir letztes Mal gestorben. Oh, da ist der Creeper. Mal gucken, komm mal ran. Nee, verdammt. Wie mache ich das jetzt am dümmsten?
So, mal gucken. Okay, gut, jetzt wird jetzt kritisch. Okay. So, mal gucken. Auf jeden Fall packen wir da jetzt Erde ran. Na, kommt schon hoch. Ich will da nicht runter. So, der wäre down. Ah, Creeper, Creeper, Creeper. Den hat's zerlegt. So, jetzt hier überall schön schnell Fackeln verteilen. So, ha, da hätten wir es jetzt erstmal überlebt. Der Creeper ist draufgegangen, das finde ich jetzt sehr, sehr toll. Muss ich ja gestehen. Okay. Aber wir haben hier eine ziemlich große Höhle vor uns. Und als erstes wird der Lavastrom dicht gemacht, damit der mir nicht nochmal zum Verhängnis wird. So. Jupp. Okay. So, dann können wir nämlich jetzt hier ganz gemütlich anfangen zu abzubauen. Genau. Ich überlege gerade, inwiefern ich hier mir hier noch so ein kleines Zwischenlager mache. Nee, das mache ich ein bisschen höher gelegen, würde ich sagen. Ja, das hier ist doch optimal. Da baue ich mir hier dann noch so eine kleine Hütte rein. Beziehungsweise ein kleines Schlafquartier mit Truhen. Da muss ich mir dann keine Sorgen machen, wenn ich dann da unten Diamanten sammle, dass ich da sofort, wenn ich draufgehe, dass dann wirklich alles weg ist. Das muss nicht sein. Das hatte ich schon mal und das war ziemlich blöd. Und eigentlich fast jeder, der mal Minecraft gespielt hat, kennt das Gefühl, wenn dann irgendwas völlig nach hinten losgeht und alles umsonst, das möchte man eigentlich nicht allzu häufig erleben. So, dann kann die Tür genau da rein. So, habe ich jetzt eigentlich Holz dabei? Natürlich nicht. Natürlich echt unklug. So. Okay. So, hätten wir aber zumindest schon mal den Anfang geschafft. So, und ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie noch zumache, dass die Creeper und so nicht nach ganz oben kommen können. Das wäre nämlich auch ungünstig. Dass man quasi genau einen Durchgang hat und nicht mehr und nicht weniger. So. Halt alles schön sicher machen. Sup. Okay, genau. Da kann dann eine Tür. Sup. So. 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 Genau, da kommt dann eine Tür rein, da kommt eine Tür hin. Und dann klappt das erstmal. So, ja, gut. Jetzt wieder nach oben. Okay. Sup. Ah, jetzt fängt die schöne Musik wieder an. Ah, die ganzen Stufen. Jo. So haben wir uns jetzt zumindest den Weg zur Höhle nach unten gebaut. Finde ich sehr praktisch, aber ich gehe erstmal schlafen. Bei den ganzen Monstern, die man gerade nicht sieht, möchte ich nicht wirklich da draußen rumlatschen. So. Da spielen wir nämlich jetzt auch mal Minecraft so, wie es eigentlich gedacht ist, dass man da immer in den Minen unterwegs ist. Das habe ich ja jetzt bisher immer relativ wenig gemacht, deshalb hole ich das jetzt alles nach. So, wir brauchen auf jeden Fall. Oh. Hat uns hier einen Stein weggefetzt. So, einen Stein brauchen wir. Hiervon brauchen wir nichts. Wir brauchen aber ein wenig Holz.
Holz. Eine Tür haben wir noch dabei. Eine Werkbank werden wir brauchen. Schwarzpulver lasse ich jetzt einfach hier. Und, achso, ja, der eine Stein. Dip. Jetzt ist es wieder zu. Jetzt ab nach unten. Ich glaube, ich muss mir hier an der Seite auch unbedingt noch ein Geländer ranknallen, damit das besser aussieht. So. Sehr schön nach unten. So, da ist alles dicht. Dann noch ein Stein rein. So, jetzt Tür Nummer 1 kommt erstmal dahin. Ja, schön. So, dann kommt hier die Werkbank erstmal hin. Hallo, du. Oh, was sind jetzt hier so viele Spinnen unterwegs? Aber kein Creeper, das ist gut. So. Da hinten kommt ein Zombie an. Lass ihn doch. So, aber zumindest hoffen wir mal, dass die Tür eine Weile hält. Bei den ganzen Gegnern bauen wir uns gleich noch eine zweite Tür, dass wir hier dann auch sicher sind. So. Die kommt da rein. Genau. So, und hätten wir jetzt Wolle dabei, dann könnten wir uns hier auch noch schnell ein Bett machen. Aber bei meiner nicht perfekten Planung habe ich das völlig vergessen. Aber naja, ich würde sagen, gehen wir erstmal ein bisschen auf Erkundung. So die nähere Umgebung mal abklappern. Ich würde sagen, erstmal hier lang. Oh. Komme ich gerade nicht ran. Verdammt. So, jetzt aber. Sieht er mich nicht? So, jetzt ist er dran. So, okay, wo kommen wir hier wieder aus? Ach so, okay, hier sind wir dann da. Gut, dann würde ich sagen, gucke ich erstmal, was hier noch los ist. Ob hier... Okay, da geht's noch ganz, ganz nach unten. Da werden wir auf jeden Fall noch lang müssen, denn genau in die Richtung geht es dann zu den Diamanten, die ich unbedingt brauche. So. Ist natürlich ein bisschen praktisch, wenn man sich in der Höhle schon ein wenig auskennt. Finde ich zumindest. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich mag es einfach nicht, in Spielen völlig ziellos umherzuirren. Ich glaube, in einer der letzten Folgen hatte ich ja doch schon mal bei Open-World-Spielen drüber geredet, dass man die ganze Zeit hin und her irrt. Das möchte ich nicht. Da bin ich einfach nicht der Fan von. Finde ich dann auch meistens relativ langweilig, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend irrt. Ja, das ist nicht so toll. Zumindest meiner Ansicht. Mal gucken, wo haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. Ich muss schon sagen, Eisenerz ist eine Mangelware hier. So, das war's hier auch schon. Da hinten ist noch Kohle. So, mal kurz gucken, wo geht es denn hier lang? Ich glaube, ich trenne das mal so ein wenig, dass man nicht dass ich nicht völlig durcheinander komme. So, damit ich die ganzen Gänge dann ein bisschen getrennt habe und wenn ich dann mit Eingang wirklich komplett fertig bin, dass ich den dann einfach dicht machen kann. Wie das hier zum Beispiel eine Sackgasse ist. Dann werde ich die nämlich einfach dicht machen, wenn ich hier alles abgebaut habe. Und dann... Ja, laufe ich da nicht immer 10-mal rein. Das wollen wir ja auch nicht. Oder wollt ihr das? Schreibt es auch einfach mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich mich 1000-mal verlaufe. Oder ob ihr das eher blöd findet, wenn sich der Let's Player die ganze Zeit verläuft. So, ist natürlich auch Geschmackssache. So, hier schön Kohle, 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 Kohle. So, ja, das kriegen wir noch hin. Komm schon.
Gib Gummi. Oh, die Hacke müsste auch mal ein bisschen schneller sein. Ja. So, ich glaube mit einer Diamanthacke, wenn dann die noch ein bisschen verzaubert ist, dann geht das um einiges schneller. So, aber damit hätten wir diesen Gang hier auch schon fertig. Den würde ich dann nämlich dicht machen. Und am besten dann noch ein Schild ranpacken, Sackgasse oder so. Mal gucken. Ja, okay, das war voll für den Arsch. So, okay, damit hätten wir dann den ersten Durchgang fertig. Auf zum nächsten. Beziehungsweise mal schnell noch was futtern, hier braucht man ja die Energie immer. So, dann auf zum nächsten.